Fahr mal mit offenen Augen durch die Stadt. Fahr mal durch die Stadt und guck dir die Kids mal an, die da in den Gruppen laufen. Nicht alle, nicht immer, aber viele. Dann siehst du doch schon, dass es denen nicht erst seit heute nicht gut geht. Dass die was mit sich rumschleppen und was mehr ist als ihr Ranzen. Und wenn du dir mal anschaust, was die alles können und lernen und machen müssen, dann ist es kein Wunder. Ich würde auch nicht anders durchs Leben gehen, wenn ich ständig diesen permanenten Leistungsdruck hätte. Ich habe ganz viele Kinder, die auf ihre Art ganz viel können, die aber im Grunde genommen in Schubladen stecken. Ja, diese Probleme, die ich da bei den Erwachsenen sehe, wie wäre denn das, wenn ich die schon als Kinder kennengelernt hätte? Da hätten wir ja viel früher Dinge klären können, die hätten die Menschen dann vielleicht nicht Jahrzehnte mitgeschleppt. Wir können im Moment nicht ändern, wie die Herausforderungen sind. Die sind so, wie sie sind. Wir können aber den Kindern zeigen, wie sie damit umgehen können. Dass viele Eltern, ganz viele Eltern, total überrascht sind, dass es sowas gibt. Für die gibt es Nachhilfe oder Psychiater oder Psychologie. Und dazwischen gibt es nichts. Was ist Potenzialtraining für Kinder und Jugendliche? Wofür ist es gut? Denen das Selbstbewusstsein zu geben, ich bin gut so, wie ich bin und ich kann es auch lernen. Das heißt, dass wir nicht nur schauen, dass das Kind keine Probleme mehr hat. Weil im Grunde genommen ist Null ist keine Lösung. Aber um besser zu werden oder einfach die Potenziale zu entfalten, ist es einfach so, vielleicht den Weg, vielleicht findet man den Weg nicht ganz, dass man den Weg so ein bisschen ebnet. Dass sie nicht mehr vom Außen derartig abhängig sind wie jetzt, weil jetzt gibt es nur mal eine 5 in Mathe geben, dann habe ich einen Bus auch noch verpasst und Mama hat was Falsches gesagt. Dann hänge ich erstmal richtig durch. Und wenn ich dann noch den Druck habe, wie ich ihn heutzutage habe, hey, wir haben Kinder, die ins Burnout rutschen. Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, wo das gar nicht sein muss, weil wir wissenschaftlich fundiert aufgestellt schon lange in den Möglichkeiten sind, diese Kinder zu unterstützen. Mit einfachen Methodiken, die die Kinder auch selber machen können, oder die Jugendlichen. Und ich glaube, wir haben alle Potenziale und wenn wir wissen, was unser Potenzial ist, dann können wir unseren Weg, unsere Bestimmung gehen, unser Schicksal, wie auch immer man es nennen möchte. Also ihn einfach bewusst zu machen, alles, was du dir träumst, liegt schon vor dir, du musst nur danach greifen. Und das ist das, was wir den Kids im Potenzialtraining zeigen, dass sie lernen, wie sie mit Herausforderungen umgehen. Wenn es bei meinen Kindern hilft und auch die ich vorher gemacht habe, bin ich davon überzeugt, dass der Weg einfach riesig ist. Und ich wünsche mir einfach, dass viele offener werden dafür.